Spielerisch lernen mit Spaß und Freude. Die Jurabox ist ein Projekt des Berliner Museums für Naturkunde und seines Fördervereins im Rahmen des gemeinsamen Programms Museum unterwegs. Die Jurabox will Kindern im Vorschulalter spielerisch naturwissenschaftliche Kenntnisse vermitteln. In der Rolle von Forschern erfahren die Kinder, wie Naturwissenschaftler arbeiten und erwecken so die Welt der Saurier wieder zum Leben, obwohl sie dazu nur zu Stein gewordene Reste zur Verfügung haben. Die Jurabox enthält alles, was die Kinder für ihre Zeitreise in die Welt der Dinosaurier brauchen. 12 verschiedenen Fossilien sind zwischen 5 und 25 cm groß. Kleine Werkzeuge dienen zum vorsichtigen Ausgraben und Reinigen der Objekte. Eine ausrollbare grafische Darstellung des Jura-Lebensraumes mit weißen Feldern. 15 Klappkarten zur Bestimmung der Fossilien und als Puzzlekarten für die Folie. Der Spielverlauf lässt sich grob in 2 Phasen unterteilen. Da haben wir einmal das Ausgraben und Reinigen der im Sandkasten versteckten Objekte. Die zweite Phase beinhaltet die Bestimmung der gefundenen Objekte mit Hilfe der Klappkarten und ihre Einordnung in den Jura-Lebensraum. Erfahrungen zeigen, dass die Kinder selbst ca. eine Stunde mit dem Spiel befasst sind. Immer hängt der Erfolg der Ausgrabung von einer guten Vorbereitung ab, die in Abwesenheit der Kinder im Vorfeld zu leisten ist. Markierung des Sandkastens als wissenschaftliche Fundstätte. Durch ein Absperrband finden die jungen Forscher ihren ihnen sonst vertrauten Buddelkasten verändert vor. Sie sollen merken, dass hier etwas Außergewöhnliches vor sich geht, was besondere Aufmerksamkeit und Sorgfalt erfordert. Mit der Absperrung erreicht man zudem noch, dass die Kinder nur von einer Seite mit den Ausgrabungen beginnen. Vergraben der Objekte im Sandkasten. Es ist ratsam, alle Fossilien erst einmal auf der Oberfläche des Sandkastens auszubreiten, damit man sich die Fundorte gut einprägen kann. Es ist schon vorgekommen, dass nicht alle Objekte von den Kindern später gefunden wurden. Also empfiehlt es sich, die Fundstücke nur wenige Zentimeter unter der Sandoberfläche zu vergraben. Eine Aufwärmphase zur Einstimmung ist für die Kinder hilfreich. Wisst ihr, was ein Museum ist? Ja. Da, wo wir waren, im Urlaub, bei unserer Kita rein. Die Werkzeuge werden der Kiste entnommen und an die Kinder verteilt. Die jungen Forscher nehmen an der offenen Seite des Sandkastens Aufstellung und beginnen mit den Grabungen. Die gefundenen Gegenstände werden sorgfältig gereinigt und vorsichtig in der Jurabox verstaut. Sind alle Teile gefunden, werden die Werkzeuge wieder eingepackt und man geht mit der Box an einen anderen Ort, um die Bestimmung der Fundstücke vorzunehmen. Hierzu werden die Klappkarten mit den Abbildungen der Fossile nach oben ausgelegt und die Jura-Lebensraumfolie ausgebreitet. Nun wird der Box das erste Objekt entnommen. Gemeinsam sucht man in der Gruppe die entsprechende Karte. Die kleinen Texte können den Kindern vorgelesen werden. Dann wird die Karte umgedreht und auf der Lebensraumfolie an die entsprechende Stelle zugeordnet. Das Objekt wird in die Box zurückgelegt. Sind alle Karten an der richtigen Stelle der Jura-Lebensraumfolie platziert, wird man feststellen, dass 3 weiße Felder übrig bleiben. Hier sind die wichtigsten und wertvollsten Exponate des Jura. Der Urvogel, der Brachiosaurus, der größte je lebende Dinosaurier der Welt, und der Stachelsaurier abgebildet. Diese findet man nicht im Sandkasten, aber man kann sie in der Ausstellung im Museum für Naturkunde naturgetreu sehen. Legt man die 3 Karten hinzu, ist das Puzzle des Jura-Erdzeitalters komplett.